In diesem Video möchte ich alle Hisui-Formen, die in Pokémon-Legenden Arceus eingeführt wurden, bewerten. Und zwar ausgehend davon, wie gut diese Pokémon im Competitive sein würden, sprich im Ranked oder auch auf offiziellen Turnieren. Es wurde nämlich schon bestätigt, dass einige davon in der 9. Generation mit Pokémon Kamezin und Popo zurückkommen werden. Das bedeutet, diese Pokémon könnten auch bei den nächsten Meisterschaften benutzt werden. Also, wie gut sind die Hisui-Formen wirklich? Spoiler? Viele davon sind gar nicht mal so gut. Doch bevor wir loslegen, noch ein kurzer Shoutout zum Sponsor des heutigen Videos, nämlich Instant Gaming. Ihr wisst schon, die Plattform für digitale Games und Codes. Und auf Instant Gaming haben wir immer noch bis zum Ende des Monats ein Gewinnspiel, an dem jeder von euch teilnehmen und ein Spiel seiner Wahl gewinnen kann. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, das Spiel eingeben, das ihr gerne haben möchtet, und am Ende des Monats wird der Gewinner automatisch benachrichtigt. Also schaut bei Instant Gaming vorbei und nun geht's weiter mit dem Video. Okay, fangen wir an mit der meiner Meinung nach schlechtesten Hisui-Form, nämlich Hisui Arctilas oder, wie ich es liebevoll nenne, naja, Game Freak, ihr habt's versucht. Die Hisui-Form hat die Typenkombination Eis und Gestein und das ist wohl mitunter das schlechteste defensive Typing, das es gibt. Es ist zwar ein wenig stärker und auch ein wenig schneller, aber wie soll es diese besseren Statuswerte nutzen? Denn ein immer noch so langsames Pokémon sollte auf jeden Fall im Bizarro-Raum genutzt werden, was dafür sorgt, dass Pokémon mit der niedrigeren Initiative zuerst angreifen. Wobei man sich dann fragen sollte, warum hat man die Initiative von Arctilas überhaupt erhöht? Und so gut die physische Verteidigung auch ist, spezielle Attacken hauen dieses Pokémon einfach um. Es hat jetzt Titankiefer als Fähigkeit bekommen, was ganz cool ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Robustheit immer noch die bessere Fähigkeit bleibt. Einfach damit es mit diesem schrecklichen Typing überhaupt eine Attacke überlebt. Kurzum, die Hisui-Form ändert einfach meiner Meinung nach nichts an den Grundproblemen von Arctilas. Ein besseres defensives Typing oder ausgeglichenere Verteidigungswerte wären da deutlich angebrachter gewesen und dann wäre es ja vielleicht sogar ein passables Pokémon in Bizarro-Raum-Teams gewesen, aber so bleibt es nach wie vor nur ein Tisch, auf dem ich bessere Pokémon abstelle. Kommen wir als nächstes zu Hisui Waschakwil und auch hierfür habe ich mir einen Namen ausgedacht. Hisui Waschakwil oder wie ich es nenne, naja, immerhin hat es ein gutes Shiny. Okay, das ist vielleicht etwas hart, denn das Einhalwaschakwil ist tatsächlich ein wirklich interessantes Pokémon. Es ist ein starker physischer Angreifer, der Zugriff auf Rückenwind hat, was die Initiative des eigenen Teams für 4 Runden lang verdoppelt und es hat eine extrem gute Fähigkeit mit Siegeswille. Siegeswille verdoppelt nämlich den physischen Angriff des Pokémon, wenn ein anderer Statuswert gesenkt wird. Das macht es zu einer hervorragenden Konterfähigkeit gegen eine der besten Fähigkeiten im Spiel, nämlich Bedroher. Somit war Waschakwil in vielen Formaten bereits in der Vergangenheit ein sehr nützliches Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was sie mit Hisui Waschakwil gemacht haben. Hisui Waschakwil ist nämlich ein gutes Stück langsamer unterwegs und vor allem ist es ein spezieller Angreifer. Was an sich ein nices Spiegelbild zum normalen Waschakwil wäre, aber sie haben die Fähigkeiten nicht angepasst. Das bedeutet, Hisui Waschakwil hat immer noch Siegeswille. Eine Fähigkeit, die den physischen Angriff verdoppelt. Als spezieller Angreifer. Keine Ahnung, das ist, als würdet ihr die Heizung im Schlafzimmer aufdrehen, damit es im Wohnzimmer wärmer wird. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich auch nicht, denn es macht keinen Sinn. Rohe Gewalt ist vermutlich daher die Fähigkeit, die man auf diesem Pokémon spielen wollen würde, eventuell mit einem Lebenorb zusammen. Das Problem ist, dass auch Hisui Waschakwil definitiv Unterstützung in der Initiative braucht, denn 65 Base-Initiative ist ein sehr undankbares Speed-Tier, wie man so schön sagt, denn es ist oft etwas zu schnell für Bizarro-Raum-Teams, aber zu langsam, um sich mit anderen Pokémon zu messen. Ich denke, es könnte noch interessant werden, je nachdem, wie sie die neue Attacke Aura-Schwing umsetzen. Das ist Waschakwils neue Signature-Attacke, da es ja jetzt vom Typ Flug und Psycho ist. Diese hat eine erhöhte Volltrefferquote und lässt es schneller wieder zum Zug kommen. Da ist halt die Frage, wie wird diese Mechanik aus Legenden Arceus auf das normale Kampfsystem übertragen? Aber Stand jetzt erkenne ich leider auch sehr wenig Positives in Hisui Waschakwil. Natürlich spielerisch, denn wie schon gesagt, es hat ein gutes Schaden. Kommen wir nun als nächstes zur nächsten Verschlimmbesserung, wenn man so schön möchte. Ich habe bisher irgendwie echt nicht so viel Positives zu den Hisui-Formen zu sagen. Aber das kommt noch, versprochen. Hisui Akani ist im Vergleich zum normalen Akani vom Typen Gestein und ist ein kleines Stückchen stärker, aber langsamer als das normale Akani. Die Fähigkeiten sind immer noch dieselben,
was per se nicht schlecht ist. Denn Akani verfügt über die Fähigkeit Bedroher. Wie ich schon so oft sagte, Bedroher ist einfach eine super gute Fähigkeit und Akani ist tatsächlich auch eines der beliebtesten Bedroher-Pokémon in allen Formaten, in dem diese bezaubernde Feuerkatze nicht existiert. Nichtsdestotrotz, Akani ist ein super Pokémon an und für sich. So lernt es unter anderem extrem gute Support-Attacken wie Irrlicht, Standpauke oder rechte Hand. Während Akani auch gutes offensives Potenzial hat, wird es im VGC in der Regel als eine Art defensiver Supporter genutzt. Genau da kommt das Problem, denn ähnlich wie bei Arktilas ist auch Gestein und Feuer eine der schlimmsten defensiven Typenkombinationen, die es gibt. Nun wäre es natürlich cool, wenn man das Hisui Akani dahingehend also eher offensiv ausrichtet, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie Hisui Akani langsamer gemacht als das normale Akani. Dabei kann das Typing offensiv was. Monte Carbo ist auch vom Typ Gestein und Feuer. Es hat eine Fähigkeit, welche die Geschwindigkeit vervierfacht, wenn es von einer Wasser- oder Feuerattacke getroffen wird und in seiner Giga Dynamax Form macht es einfach wahnsinnig viel Schaden. Und so eine Option fehlt Hisui Akani leider. Ich will nicht sagen, dass Hisui Akani irgendwie super schlecht wäre, aber ich halte es schon für schlechter als das normale Akani. Kommen wir nun als nächstes zu einem weiteren Königs-Pokémon tatsächlich, und zwar Hisui Electroball. Ich habe das Gefühl, ich hasse Königs-Pokémon. Hisui Electroball ist vom Typ Elektro und Pflanze. Das ist das erste Pokémon mit dieser Typenkombination seit dem Rasenmäher-Rotom. Es hat dieselben Statuswerte und Fähigkeiten wie das Kanto-Elektroball. Das bedeutet, es ist mit einer 150er Initiative-Basis immer noch sehr schnell und zählt mit zu den schnellsten Pokémon im ganzen Spiel. Aber die anderen Stats sind nicht wirklich gut. Somit hat es keine große offensive Präsenz, aber der Pflanzentyp ist immerhin super, um gegen die Boden-Pokémon zu agieren, gegen die Elektroball zuvor im Nachteil war. Und ich denke, eben dieser Pflanzentyp ist leider auch der einzige Vorteil, den Elektroball mit seiner neuen Form gewinnt. Was es natürlich besser macht, aber auch nicht zu viel an den Grundproblemen ändert. Ich könnte Elektroball vielleicht in einer Support-Nische sehen, mit Attacken wie Reflektor oder Lichtschild, Verhöhner oder Mystowellen, Support-Attacken, die das ganze Team unterstützen und eben Gebrauch von der hohen Initiative von Elektroball machen. Außerdem könnte auch seine Signature-Attacke Chlorostrahl ziemlich interessant werden. Das scheint ja wirklich das Pflanzengegenstück zu Stahlstrahl zu sein. Eine 120er Pflanzenattacke, die Elektroball anschließend die Hälfte seiner KP abzieht. Das bedeutet, man könnte probieren, mit Elektroball hier beide Schilde aufzusetzen, also Reflektor und Lichtschild, danach einen starken Chlorostrahl abzufeuern, dann wird Elektroball besiegt und man kann das nächste Pokémon sicher einwechseln. Also meiner Meinung nach ist es schon ein gutes Stück besser als die Pokémon, über die wir bisher gesprochen haben, aber es macht den Braten nicht unbedingt fett. Kommen wir nun zum ersten Starter-Pokémon auf dieser Liste, und zwar Hisui Silvaro. Hisui Silvaro hat im Vergleich zu normalen Silvaro seine Spezialwerte und Initiative in KP und physischen Angriff investiert und sein grünes Gefieder gegen rot getauscht. Aus Gründen. Ich meine, schaut euch an, wie ich mit 17 aussah. Jeder kann irgendwann einen Imagewechsel gebrauchen. Und Hisui Silvaro ist, finde ich, ein interessantes Pokémon. Es hat einen soliden Angriffswert und einen echt guten Movepool. Es beherrscht Laubklinge, Sturzflug, Schwertanz und normalerweise Prioritätsattacken. Und die neue Signature-Attacke Drillingspfeile ist ebenfalls ziemlich interessant. In Legenden Arceus ist es ein 50er Grundpower-Move und senkt die Verteidigung des Gegners. Und für 3 Runden hat Silvaro eine erhöhte Volltrefferchance. Wäre Silvaro ein Stückchen schneller, dann könnte ich mit diesem Pokémon, denke ich, sehr viel anfangen. So glaube ich, dass es etwas zu viel Support braucht, um gut zu funktionieren. Auf Platz 5 kommen wir nun zu meinem persönlichen Lieblings-Hisui-Pokémon, und zwar dem nächsten Starter, Hisui Admurai. Admurai wirkte für mich immer so ein bisschen verloren als Wasserstarter. Es war jetzt kein super furchtbares Pokémon, aber es ging so in der Masse unter irgendwie. Und Hisui Admurai ändert das ein wenig. So bekommt es zum einen nun zu seinem Wassertypen zusätzlich den Unlichttypen, und sein Angriff und der Spezialangriff werden vertauscht und es bekommt einen sehr soliden Initiative-Boost. Das ist an sich ein sehr guter Buff und sind wir ehrlich, es sieht so viel cooler aus als das normale Admurai. Aber die Statuswerte sind immer noch ein Problem. Es ist zwar schneller geworden und das tut ihm gut, aber es ist meiner Meinung nach immer noch ein wenig zu langsam. Und am Ende des Tages kann Admurai einfach seine Statuswerte nicht rechtfertigen. Ich meine, es hat zum Glück Wasserdüse, was eine nette Prioritätsattacke ist, und der Unlichttyp eröffnet mehr Coverage als zuvor,
Aber das alleine reicht für mich leider noch nicht. Es ist deutlich besser als das normale Admurai. Aber ich denke trotzdem nicht, dass die Sui-Admurai jetzt eines der neuen Top-Tier-Pokémon werden kann. Also lasst uns nun über den letzten Hisui-Starter sprechen. Und zwar Hisui Tornupto. Und ja, aus kompetitiver Sicht würde ich sagen, dass Hisui Tornupto tatsächlich das Beste der drei Pokémon ist. Es ist ein wenig langsamer als sein Johto-Counterpart, aber dafür hat es einen höheren Spezialangriff. Ist also ein gutes Stück stärker. Und es hat zusätzlich zum Feuertypen den Geisttypen erhalten, wie zum Beispiel Skilabra oder Coplosio. Man könnte Hisui Tornupto also mit einem Walschall zusammenspielen, um die Initiative auszugleichen, oder auch mit Rückenwind zusammen. Denn Tornupto hat eine Speedbasis, wo man mit ein wenig Support tatsächlich sehr viel rausholen kann. Und das ist eben der Vorteil, dass man hier mehr in den speziellen Angriff investiert hat, Eruption. Eruption ist einfach eine super starke Feuerattacke. Und auch das Aushängeschild vom normalen Tornupto bisher gewesen. Eruption ist nämlich bei vollen KP eine 150er Feuerattacke, die beide Gegner trifft. Und wird schwächer, je mehr Schaden das Pokémon erleidet. Und der Geisttyp ist da auch sehr hilfreich, denn damit hat Tornupto eine Immunität gegen Mogelhieb, was eine der praktischsten Support-Attacken im ganzen Spiel ist. Nicht, dass Hisui Tornupto jetzt broken wäre, aber es kann in der Kombination wirklich schnell gefährlich werden und vielen Pokémon des Gegners schnell viel Schaden zufügen. Wir kommen nun zu den Top 3, angefangen mit der vermutlich beliebtesten Hisui-Form, und zwar Hisui Zoroark. Und Hisui Zoroark ist einer dieser seltenen Fälle, in denen die Hisui-Form tatsächlich sinnvolle Statusveränderungen bekommen haben. Es ist nämlich sowohl schneller als auch stärker als das normale Zoroark. Es kann so einfach sein, nehmt euch ein Beispiel, ihr zwei. Doch natürlich bleibt Zoroarks Fähigkeit nach wie vor unverändert, nämlich die Fähigkeit Trugbild. Das bedeutet, wenn Zoroark eingewechselt wird, erscheint es immer in der Gestalt des Pokémon, das sich auf dem letzten Platz im Team befindet. Das ist immer eine nette Spielerei, weil man so strategisch planen kann, als welches Pokémon man Zoroark tarnen möchte. Vorzugsweise möchtet ihr Hisui Zoroark somit als ein Pokémon tarnen, das sehr gegensätzlich zu Zoroark ist. Also ein Pokémon, das Unlichtattacken resistiert und am besten auch ein gutes Stück langsamer ist. So wären langsame Feen-Pokémon dafür sehr gut geeignet, wie zum Beispiel Azumarill oder aber auch Pokusan. Damit könnte man den Gegner auf jeden Fall sehr unvorbereitet erwischen. Der Movepool von Hisui Zoroark ist Stand jetzt nicht super groß, aber mit Spukball, Ränkeschmied und Flammenwurf hat es schon ordentliche Attacken, mit denen es arbeiten kann. Und seine Signature-Attacke Niedertracht ist auch sehr interessant. Diese hat nämlich eine 30% Chance, dem Gegner den Frostbrand-Status zuzufügen und Niedertracht fügt dann doppelten Schaden zu, wenn das Gegner-Pokémon ein Statusproblem hat. Da ist halt so die Frage, werden wir Frostbrand als Status wiederbekommen? Stellt euch vor, nein, und man könnte einfach mit dieser Attacke zu 30% freezen. Das wäre absolut balanced. Und natürlich hat die Hisui Zoroark mit Normal und Geist vermutlich mitunter das beste Typing im ganzen Spiel. Denn dieses Typing hat ganze 3 Immunitäten und nur eine einzige Schwäche, nämlich eine Unlichtschwäche. Hisui Zoroark hat also auf jeden Fall viel Potenzial, ein sehr gutes und trickreiches Pokémon zu werden. Wir kommen nun zu Platz 2 und zwar sprechen wir hier über ein Pokémon, das im Grunde all das macht, was ich mir von Hisui Silvaro gewünscht hätte. Und zwar Hisui Dressela. Dressela hat mit seiner Hisui-Form so krass massive Veränderungen durchlebt. Es hat jetzt nämlich längere Beine. Und einen Kampftypen. Ja, es ist wie Silvaro auch vom Typ Pflanze und Kampf. Und die Statuswerte wurden so massiv angepasst. So floss quasi der ganze Spezialangriff von Dressela in Initiative und Angriff. Die Hisui-Form ist also quasi das komplette Gegenteil von der Einhal-Variante, was ich schon mal spannend finde. Somit ist es sehr schnell unterwegs und kann guten Schaden drücken. Es hat mit Übereifer auch eine neue Fähigkeit bekommen, welche den Angriffswert um weitere 50% erhöht, aber die Genauigkeit um 20% senkt. Übereifer ist somit nicht die beste Fähigkeit, da sie sehr inkonsistent ist und man keine Kontrolle darüber hat, ob eine Attacke jetzt trifft oder nicht. Aber kleiner Funfact, im Dynamax-Format ist Übereifer eine super gute Fähigkeit, weil Dynamax-Attacken nicht missen. Deshalb war Vermicula zu Beginn von Schwert und Schild auch eines der beliebtesten Dynamax-Pokémon. Aber es hat immer noch eine andere gute Fähigkeit, nämlich Chlorophyll. Das sorgt dafür, dass Dressela in der Sonne doppelt so schnell wird. Man könnte es also super mit Dürre-Pokémon wie Vulnona oder Kurtel zusammen kombinieren. Diese holen die Sonne automatisch raus, Dressela wird doppelt so schnell
schnell und kann dann hervorragend Attacken wie Schlafpuder austeilen. Außerdem hat es auch sehr starke physische Stab-Angriffe bekommen, mit Laubklinge oder Uplight-Hieb zum Beispiel. Das interessanteste an Dressella ist der neue Signature-Move, nämlich Siegestanz. Siegestanz erhöht Angriff und Verteidigung um eine Stufe und verstärkt Attacken um 50% zusätzlich zu diesem Angriffsboost. Im Grunde kriegt Dressella mit dieser Attacke einen Verteidigungsboost und einen doppelten Angriffsboost. Das ist die krasseste Boosting-Attacke, die es in Legenden Arceus gibt. Und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Angriff genau so in die regulären Pokémon-Spiele übernommen wird. Warum habe ich das Gefühl, dass dieses Video hier schlecht altern wird? Doch die Creme de la Creme der neuen Hisui-Form ist meiner Meinung nach Hisui Viscogon. Und für Viscogons Hisui-Form hat man sich eine Menge sehr sinnvoller Änderungen ausgedacht. Zum Beispiel hat man ihm endlich ein Schneckenhaus gegeben. Hisui Viscogon ist ein sehr gutes Stück langsamer als das normale Viscogon. Dafür hat es aber auch 30 Basispunkte mehr in der Verteidigung. Somit ist es defensiv super gut ausgestattet, aber hat immer noch extrem gute Offensivwerte. Und es hat zusätzlich zum Drachentypen auch einen Stahltypen erhalten, was eine wirklich nice Kombination ist, die viele Resistenzen bietet. Auch Viscogons Fähigkeiten sind alle gut. Es hat jetzt statt Hydration Partikelschutz als Fähigkeit bekommen, was in Ordnung ist, aber ich denke, Vegetarier ist immer noch die beste Fähigkeit, da es eine generelle Immunität vor Pflanzenattacken bietet, unter anderem auch Schlafpuder, Pilzspore oder Egelsamen. Und Viscogon hat einen gigantischen Movepool mit vielen Attacken unterschiedlichen Typens. Und natürlich müssen wir auch seine neue Attacke Refugium erwähnen. Refugium ist nämlich eine neue Attacke, die die Verteidigung und den Fluchtwert von Viscogon erhöht, was dafür sorgt, dass die Attacken des Gegners häufiger daneben gehen. Hisui Viscogon ist somit rundum ein wirklich fantastisches Pokémon geworden und ich habe nur eine Sache daran auszusetzen. Ich kann nur 6 Stück davon gleichzeitig im Team haben. Und falls ihr wissen möchtet, wie stark die ganzen anderen gänzlich neuen Hisui Pokémon sind, dann klickt gerne einmal hier oben auf dieses Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.